Hallo zusammen, es ist schon wieder Sonntag und täglich und sonntags grüßt die Basteltante. Entweder die Sam oder ich. Heute bin ich wieder dran mit unserem jetzt dritten Projekt. Sind wir schon im dritten? Zweiten Projekt aus der März-Bastelbox. Und heute, da ich noch mit Stempeltinte so meine Schwierigkeiten habe, war ich ganz froh, dass ich für die Box hier geplant habe, etwas mit einer Origami-Technik zu machen, also euch einmal ein rein gefaltetes Objekt zu zeigen. Das ist eine Anleitung, die habe ich von einer Stempelkollegin. Ich muss mal ganz kurz spicken. Das ist von Stempeltamtam, die Christine Wrede heißt die. Die hat das gezeigt. Sie ist ja auch eine von den Artisan-Members von Stampin' Up. Und ja, die hat das gezeigt und auch eine Anleitung auf ihrem Blog zur Verfügung gestellt. Und dann hatte ich sie gefragt, ob ich das im Rahmen dieser Bastelbox benutzen darf. Und war dann ganz froh, dass sie ja gesagt hat. Und deswegen freue ich mich, dass ich euch das heute zeigen darf und wir zusammen eine kleine Verpackung zusammen basteln. Ja, das ist eine kleine Herzbox. Aber jetzt muss ich kurz gucken, ich habe die immer andersrum in der Hand gehabt. Man kann eine Seite einfach abziehen und dann ist dort, könnt ihr eine Kleinigkeit drin verstecken, einpacken. Und ich denke, die sind unglaublich süß, auch jetzt vielleicht für Ostern zum Verschenken ein kleiner Gruß. Hallo Daniela! Da denke ich, kann man süß einen Gruß drin verschenken. Oder auch als auf den Tisch gelegt, als kleine Willkommensgruß, herzlich willkommen. Vielleicht auf der Ostertafel oder auch draußen versteckt für die Kinder, dass sie was suchen können. Denke ich, da sind das ganz süße Varianten. Ist nicht unbedingt das Allereinsteigprodukt in die Origami-Welt, aber die Sam hat ja schon mal mit den Bastelboxen schon das ein oder andere Origami-Projekt gezeigt. Und deswegen dachte ich, das schaffen wir heute. Dann probiere ich das mal mit dieser Herzbox in klein, was es natürlich auch immer ein bisschen kniffliger macht. Es gibt die in klein und in groß. Also bei Stempeltamtam findet ihr auch eine Papieranleitung und auch ein Video für die große Herzbox aus einem 12-Inch-Papier. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute das live, das einmal für das kleine, für das 6-Inch-Papier. Ja, also ihr könnt da, das verlinke ich euch auch später gerne auf meiner Seite und auch bei dem Instagram-Beitrag, wenn ich dann das Ergebnis poste, da werde ich das auch nochmal drauf, ja, werde ich darauf hinweisen, von wem das ist, sodass ihr das auch gut finden könnt. Und wie gesagt, bei ihr auf dem auf ihrer Website könnt ihr euch auch ein PDF runterladen, wo für beide Sachen auch nochmal die Falzlinien sind. Aber genau, da könnt ihr ja gucken, dass ihr das dann auch nochmal in groß nachbasteln könnt, wenn ihr das möchtet. So, ich schaue mal ganz kurz auch auf meinem PC. Ihr habt schon gesehen, also ich sehe ja schon, dass einige von euch da sind. Das heißt auf jeden Fall, ich bin mit Bild und Ton wohl vorhanden. Genau, und auf meiner Uhr, Heike, danke dir auch. Genau, auf meiner Uhr sind wir auch nach den 2 Uhr. Ich fange ja immer ein bisschen vorher an, meistens, und versuche die Technik hinzubekommen. Aber dann denke ich, können wir auch gleich schon starten, brauchen gar nicht lange warten. Ich mache noch einmal die, sozusagen das wichtige To-Do, dass ihr alle wisst, wir sind jetzt in der März-Bastelbox. Es wäre super, wenn ihr uns bis am besten heute Abend sagt, ob ihr auch im April dabei sein wollt, weil wir haben ja diesmal auch ein bisschen unterschiedliche Boxen angeboten. Einmal das reine Materialpaket für 15 Euro und dann aber eben auch nochmal, weil es sich hauptsächlich unsere Projekte um die Schneckenpost dreht, könnt ihr auch die Bastelbox mit dem Stempelset euch nehmen oder wahlweise mit Stempelsets und Framelits, wenn eine Stanz- und Prägemaschine schon besitzt, kann da natürlich noch tollere Sachen machen und das Ganze noch ein bisschen mehr aufpeppen. Oder auch gleich mit der ganzen Kollektion. Es gibt ja noch Designerpapier passend dazu. Und dann halt so Tüdelkram, ne? Bänder oder Klebeakzente gibt es ja dann immer noch ein bisschen. Haben wir euch in den WhatsApp-Gruppen, haben wir euch ja auch eine Übersicht gezeigt. Und auch auf meinem Instagram-Account findet ihr auch einen Beitrag. Da habe ich auch nochmal die Übersicht gemacht für die Aprilboxen. Also sagt uns da möglichst schnell Bescheid, weil wir möchten natürlich dann gerne alles gleich zusammen verschicken. Und damit wir das bis Anfang April auch schaffen, müssen wir dann ja auch jetzt schon das Material bestellen. Also sagt uns da gerne Bescheid, ob ihr dabei seid, ob ihr pausiert, ob ihr die kleine Box, die mittlere, die große, das Rundum-Sorglos-Paket möchtet. Ja, was ihr haben wollt, damit wir dann wissen, mit wie vielen wir dann im April weiterbasteln. Wir freuen uns natürlich riesig.
Einige haben schon, also einige haben ja schon fleißig Rückmeldungen gegeben, das ist super. Denn die Projekte stehen auch schon. Und dann können Sam und ich mit dem Packen loslegen. Das dauert ja alles immer ein bisschen, bis wir das alles dann auch durchgeplant haben und bis zum Versand fertig ist. Und dann ja auch bis zu euch. Das dauert ja auch immer ein bisschen. Gut, ich nehme mal mein Handy hier von dem Stativ und drehe es mal herum auf meine Tischseite. So, jetzt dürftet ihr hier einmal noch das Projekt. Genau, und das habe ich nur hier liegen. Nochmal zur Erinnerung, bitte Bescheid sagen wegen der Aprilbox. So, das kommt zur Seite. Und dann kann es auch schon weitergehen. Hi Sam! Genau, ich hatte ja gesagt, es gibt eine Anleitung für die Herzbox aus einem 12-Inch-Papier, also aus zwei Blättern, 12-Inch, oder, und so wie wir es heute machen, aus zwei 6-Inch-Blättern. Ihr habt in den Bastelboxen schon Papier. Jeder, der jetzt halt noch zu Hause sich was zurechtschneiden muss, nimmt entweder ein 12-Inch-Papier oder es gibt ja auch Designerpapier. Das ist schon im 6, das lege ich mal kurz auf die andere Seite, im 6-Inch-Format. Ich habe sozusagen jetzt ein 12-Inch genommen, habe schon eine gebastelt und jetzt verarbeite ich noch die zweite Seite. Das ist aus einem alten Kaffeeset. Ein etwas älteres Designerpapier. Aber ich fand die grünen Herzchen, das fand ich ganz schön, wenn ich jetzt so für Ostern dachte ich mir, auch wenn ich das draußen im Rasen verstecke, ist das ganz nett. Jetzt gucke ich einmal, nicht, dass das, wenn das so aus der Restekiste kommt, könnte ja auch sein, dass man mal schon mal ein Stückle abgeschnitten hat. Nein, es hat die 12 Inch in der Länge, das heißt, ich halbiere mir das bei dem 6 Inch und dann habe ich zwei Blätter 6 Inch. 6 auf 6 Inch. Und wie gesagt, es gibt ja Designerpapier, das kommt schon in dem Format. Aber ihr könnt natürlich das Größere auch zurechtschneiden. Genau. Wichtig ist, ich hoffe, ich denke da gleich an den entsprechenden Stellen auch dran, wenn ihr ein ausgerichtetes Designerpapier habt, dann müsst ihr natürlich beim Falzen nachher auch darauf achten, wie rum eure Papiere liegen. Wenn ihr ein Muster nehmt, das keine Ausrichtung hat, empfehle ich immer fürs erste Mal basteln, lieber ohne Ausrichtung. Dann könnt ihr natürlich wild drauf losfalzen, aber ansonsten ist wichtig, dass die Papiere beide in der richtigen Ausrichtung gefalzt werden. Ja, also in der gleichen Ausrichtung in dem Fall. Also wenn das oben ist und das oben ist und das so sein soll, dann müssten beide gleich gefalzt sein. Ja, das ist sozusagen die identische Variante. Ich hoffe, ich denke nachher an der entsprechenden Stelle nochmal dran. Aber so Sachen gehen dann ja gerne mal unter. Genau. Wir haben also unser 6-Inch-Papier. Und das, was wir zuerst einmal machen, also unser 6-Inch auf 6-Inch, wäre, wir falzen, jetzt gucke ich mal kurz, wo ich das hier hinlege, beide Papiere oder erstmal ein Papier bei einem Inch, bei 2,5 Inch, bei 3,5 Inch und bei 5 Inch. Ich lasse das mal nebendran liegen, weil dann hoffe ich, dass ihr das auch gut sehen könnt. Und gleich zeichne ich dann ein, wie wir weitermachen. Also das habt ihr jetzt mal als Erinnerung. Das heißt, ihr nehmt euch eins und legt es an. Und wir falzen bei einem Inch. Ja, altes Designerpapier horten. Das ist, wir streicheln es ja gerne nur. Ich habe mir fest vorgenommen, und das war ja auch der Beginn der Bastelbox, dass wir auch das Designerpapier, was wir zu Hause haben, wirklich benutzen und eben nicht alles nur sammeln und horten, sondern Leuten eine Freude damit machen, dass es auch tatsächlich verwendet wird. Also ich habe gefalzt bei einem Inch, bei 2,5 Inch und dann auch bei 3,5 Inch und nochmal bei 5 Inch. Einfach, weil ich glaube, dass es einfacher ist, nehme ich jetzt auch das zweite Papier und mache das auch schon mit dem zweiten Papier. Ja, dann haben wir nicht so viele unterschiedliche Schritte. Das heißt, auch das zweite Stück falze ich bei dem einen Inch, bei 2,5 Inch, bei 3,5 Inch. Und bei den 5 Inch.
bin hier immer neugierig. Wer bastelt denn mit und wer schaut es sich nur an? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Dann weiß ich nämlich auch, ob ich mir wirklich Zeit lassen muss und es ganz langsam mache oder ob ich schneller gehe. Weil wenn man sich das Video ja im Nachhinein anguckt, kann man im Zweifel ja Pause drücken. Das klappt jetzt natürlich im Live nicht. Aber wir machen es ja immer so, dass die auch extra auf YouTube hochgeladen werden, damit ihr euch das halt auch anschauen könnt, falls ihr an einem Sonntag mal Besseres zu tun hattet. Oder ja, man es halt dann nochmal guckt, weil man nochmal mitbastelt. Ah ja, schön. Hallo Jennifer, du machst gleich mit. Ja, super, dann denke ich jetzt das Thema, also das Tempo gut und melde dich gerne, wenn ich doch mal an irgendeiner Stelle zu schnell sein sollte. Es kommt immer ein bisschen zeitverzögert der Chat zu mir, bis ich das sehe. Ich bin meistens dann schon ein bisschen weiter, aber ich kann dann ja immer noch mal so einen kurzen Sprung zurück machen. Das sollte ja gut klappen. Also da gerne dann einfach laut werden. Ach, laut ist auch irgendwie falsch, ne? Manchmal ist man auch so vertieft und kann gar nicht so viel im Chat mitlesen. Hi Hike, super, auch direkt dabei. Ja, klasse. Genau, also zwei identische Gefalzte haben wir jetzt. Jetzt nehme ich nochmal die Zeichnung, denn jetzt falzen wir nochmal. Ich drehe das mal kurz so ein bisschen. Ich lege mal kurz den Papierschneider ein bisschen beiseite. Dann kann ich das besser sehen. Und zwar brauchen wir eine Falzlinie bei 3/4 Inch. Bei 1,5. Und bei 3 3/4. So. Das heißt, der Papierschneider darf wieder dazu. Und ihr nehmt euch eines eurer Blätter. Die hatten die Falzlinien ebenso. Das heißt, wir drehen jetzt um und nehmen oben nach links und falzen bei 3/4 Inch. Ich hoffe, ihr kommt alle mit Inch- und Zentimeter-Angaben auch gut hin. Der Papierschneider von Stampin' Up! Ist da ja super, denn er hat hier oben ja beides beisammen. Und auch die Viertel sind relativ einfach abzulesen. Wenn man sich ganz kurz Zeit nimmt, das einmal sozusagen zu verstehen. Jetzt haben wir ja die 1 und die 2, dann einen großen in der Hälfte und dann nochmal zwei versetzt davon, sozusagen ein bisschen kleiner, das wären unsere Viertel. Also gehen wir zu 3/4 Inch. 3/4, das ist sozusagen der vor dem 1er. Also bei 1,9 ungefähr, nochmal so zur Orientierung, dass ihr da richtig seid. 3/4 Inch, dann 1,5 Inch und 3 3/4. Genau. Oh, dann auch guten Appetit einmal, Daniela. Lass es dir schmecken. Und dasselbe machen wir auch mit dem anderen Papier. Wir gehen zu den 3/4. Einmal die 3/4 Inch. Und je genauer und ordentlicher ihr das jetzt auch macht, desto besser passt das nachher zusammen. Es gibt da wirklich nichts über ordentlich und aufmerksam gefalzt. 1,5 Inch. Das ist immer meine Sorge bei dem Live, weil man so viel quatscht nebenher. Und ja doch ein bisschen geteilter Aufmerksamkeit seinem Basteln zukommen lässt. 3 3/4. Genau. So, bis dahin sind beide Teile identisch. Was wir auch noch bei beiden machen können, ist, in diesen Bereichen hier falzen wir Diagonale hier hindurch. Das sieht jetzt von meiner Zeichnung ein bisschen schlecht aus, denn diese 3 3/4 Linie, die trifft das X hier eigentlich genau in der Mitte. Das ist jetzt nur schlecht gezeichnet. Also das ist unsere 3 3/4 Falz. Und das X, das sind beide ja 3/4 groß. Das war jetzt ein nur reiner Zeichnungsfehler. Ja, aber das für eure Orientierung. Das könnt ihr mit dem Papierschneider machen, indem ihr, wenn ihr die Falzlinien gut erkennt, die Kanten in eure Schneiderrille legt und dann mit dem Falzbein oder mit der Falzklinge eben falzt. Oder ihr nehmt euch ein Lineal. Ich hatte eigentlich vor, mir ein Lineal zu nehmen. Hab
jetzt aber keins hier an meinem Platz. Das heißt, vermutlich hat meine Tochter die quasi entführt. So, ich ziehe das mal hier rüber. Ich gucke mal kurz, ob ich mir behelfen kann. Oder ich mache es halt doch mit dem Papierschneider. Also, wenn das ist euer oben, ne, ihr habt die zwei Falzlinien, dann in den größeren der beiden Bereiche wird gefalzt. Von der Spitze, von der Ecke bis in die Spitze. Und da es halt hier wirklich auch darauf ankommt, dass ihr die Kanten gut trefft, ist es eine Frage auch, wie geübt ihr in diesem Falzen seid, ob ihr nicht lieber doch euch ein Lineal hinlegt oder ob ihr das so macht. Ich finde immer, man kann den einen Teil, komm mal ein bisschen höher, die eine Kante kann man ja gut sehen, weil man Papier auf die Schneiderille tatsächlich legt. Den anderen, den muss man sich anschauen durch diese Schneideleiste. Na, da kann man dann immer noch mal ein bisschen korrigieren und gucken, ob man wirklich in der Ecke gelandet ist. Ja, und dann kann man dort diagonal falzen. Genau, das machen wir in den beiden größeren Rechtecken. Man hat dann auch, wenn man es viel macht oder wenn man jetzt mehrere macht, da habe ich auch irgendwann ein ganz gutes Gespür für. Auch die Längen. Natürlich auch eine Frage, ob man vielleicht, welche Angaben man hier hat. Das könnte man sich vermutlich ausrechnen, aber das ist jetzt doch komplizierter. Also, oh, drückt nicht zu fest, damit es euch nicht passiert wie mir, dass euch das Papier reißt. Ja, also vorsichtig die Diagonalen falzen. Hier war ich jetzt nicht besonders. Da habe ich noch einen kleinen Fall. Das könnt ihr auch vorsichtig machen, an sich mit dem Falzbein in der Diagonale langziehen. Ja, wenn ihr das mit dem einen gemacht habt, so sieht man es doch, glaube ich, in der Kamera noch gut, dann könnt ihr das auch mit dem anderen Papier machen. Also schaut wieder, den langen Teil und die zwei kürzeren Linien, das sind unsere hier oben. Und dort in den umrandeten zweites und viertes Diagonal gemacht. Hallo Julia! So, die Frage bei dir ist ja immer, welches Getränk und welche Leckerei genießt du gerade in der kreativen Pause? Heute ist das Wetter ja nicht ganz so schön, also zumindest hier bei uns regnet es. Von daher habe ich gedacht, heute basteln bestimmt viele mit. Heute ist das Wetter überhaupt nicht verlockend, um draußen zu sein. Die letzten Sonntage war es ja durchaus eigentlich ein Träumchen, draußen zu sein. So, noch mal kurz ein bisschen korrigieren. Genau, ich möchte natürlich, dass nachher meine Herzbox gut passt. Es ist je nach Lichtverhältnissen, sieht man das auch mal besser und mal schlechter, wo die Falzlinien tatsächlich liegen. Aber mach diesen Schritt wirklich lieber in aller Ruhe. Und ordentlich, lasst euch da nicht hetzen. Genau, man kann das mit den Fingern so ein bisschen erfühlen. Und wie gesagt, minimal korrigieren kann man ja auch, indem man durch die Rille schaut. Und ich setze den auch gerne im Papier an und falze dann nach außen. Heute bist du noch im Bett. Was? Kaffee und ein Brioche. Oh, das klingt aber auch sehr gut. Ach, so ein Sonntag, ne? Mal wieder ausschlafen, faulenzen, sich ausruhen, die Akkus ordentlich aufladen. Das klingt doch eigentlich auch super gut. Ich hoffe, dass es dir und auch allen anderen natürlich gut geht, dass ihr gesund seid, dass diejenigen alle, von denen ich schon weiß, dass sie sich haben impfen lassen, hoffentlich nicht mehr allzu lange oder schon nicht mehr unter den Impfreaktionen leiden. Ah, und ich sehe auch gerade Mona und Sabine. Ja, cool. Sitze, ich habe doch gesagt, das schlechte Wetter. Ja, ein Mittagsschlaf, der ist immer gut. Den lässt meine Tochter leider aus, aber ich würde den auch tatsächlich gerne wieder mittags einführen. So, jetzt haben wir zwei, machen wir ja so, ich habe noch was vorbereitet, zwei 6 auf 6 Papiere, die gefalzt wurden, 1 Inch, 2,5, 3,5, 5 Inch.
von oben nach unten und rein theoretisch von links nach rechts bei den 3 Viertel, den 1,5, 3, 3 Viertel. Das sind hier meine nicht umklammerten Zahlen. Und jetzt geht es um die Zahlen, die hier in Klammern sind, denn das machen wir nur bei einem von beiden. Das heißt, unser eines ist fertig. Das legt ihr so beiseite. Und jetzt nehmt ihr euch gleich nochmal das andere. Und jetzt wird bei 2,25 auf dieser Höhe gemessen, zwischen dieser Mittellinie gefalzt. Also nur zwischen der zweiten und dritten Falz. Ich lege das gleich nebendran, sodass ihr das auch sehen könnt, wenn ihr das macht. Und es wird nochmal von der Spitze, also von den äußeren Spitzen oder zu den äußeren Spitzen, so eine Art, ich weiß nicht, kleines Trapez, kleine Rampe reingefalzt. Das machen wir bei einem und bei dem zweiten ziehen wir noch eine Falz hier unten bei 5 3/4. Mit der fangen wir vielleicht an. Die ist am einfachsten. Ich schiebe hier mal. Ich glaube, so dürfte es alles noch im Bild sein. Hier oben haben wir unser X. Das heißt, hier unten können wir bei 5 3/4 noch einmal falzen. Es ist wirklich nur ein kleiner Streifen, der unten übrig bleibt. So ein Viertel von unserem 6-Inch-Papier bleibt da übrig. Also ein kleiner, schmaler Streifen. Ja. Und dann schieben wir zu diesen 2,5 Inch. Da. 2,5, jawohl. Und jetzt falzt ihr zwischen der zweiten und dritten Falz. Es ist egal, von welcher Seite ihr geht. Ihr macht sozusagen, wenn es die 5 Rechtecke sind, das mittlere wird gefalzt. Also nicht von der ersten, sondern von der zweiten Linie aus bis zu der dritten. Ja, nur das Stückchen dazwischen. Und dann von der Kante zu der Falzlinie. Auch das, wie gesagt, könnt ihr ein Lineal anlegen und quer runterfalzen. Der Bleistift geht auch. Also wenn das euer Lineal ist, legt ihr euch das an die Kante der Spitze, in die zu der Ecke und falzt einmal durch das Papier. So, das ist jetzt angedeutet. Das ziehe ich jetzt gerade hier nochmal nach. Am besten geht das natürlich auf einer leicht, wenn ihr das mit dem Lineal macht, auf einer dünneren Matte. 2,5. Oh! 2,25! 2,25! Sam, du hast recht. Da haben wir doch drüber geredet. Also 2,25. Nochmal drehen. Die X'e. 2,25. Jetzt bin ich mit meinem zu niedrig. Das korrigiere ich jetzt mal. Ich gucke mal. Wir schauen nachher, ob das klappt oder ob ich nochmal nachlegen muss. Also hier 2,25. Das mittlere Quadrat. Und dann ist natürlich unsere Diagonale auch etwas schräger. Sehr gut aufgepasst. Ein Sternchenpunkt für die Sam. Durch den richtigen anheben, hochfalzen. Jetzt ziehe ich das ein bisschen kräftiger nach, in der Hoffnung, dass man den anderen nachher von mir nicht mehr sieht. So ist es bei einem Vorführeffekt. Das kann passieren. Da schreibe ich es extra, ne, schön hier hin und auch groß, damit ihr es gut sehen könnt. Genau. Also von dem ordentlich gefalzten kommen wir leider ein bisschen weg. Bei mir ist das jetzt hier so ein bisschen semi-optimal. So, das falze ich mir hoffentlich gleich gut nach. Wenn ihr die zwei Teile fertig habt, ja, einmal haben wir dieses und einmal haben wir das mit dem Trapez und dieser unteren Extralinie. Ich lasse es mal kurz noch so liegen. Und lasst euch Zeit, das zu machen. Ja, also das hier wäre, da sind
unsere 2 ein Viertel. Und dann nur in dem Bereich falzen. Dann dürfte das dann passen. Du bist leider raus, Hike. Raus aus diesem Chat gerade, oder? Ah, okay. Bastelt später nach. Okay. Ich hoffe, du hast dich nicht wie ich auch verfalzt und musst jetzt dann neu starten. Ja, ich finde auch diese Origami-Sachen, die lassen sich sehr gut nachbasteln, weil man Pause machen kann und dann nochmal wieder starten kann. Also da kann man ja dann nachher nochmal zurückhuschen. Ich hoffe bei den anderen, ihr habt meinen Fehler hoffentlich nicht automatisch übernommen, sondern von dem Geschriebenen das auch richtig angelegt. Und wir fangen dann an mit dem, das dieses Trapez drin hat. Und da falzen wir die Linie nach. Das heißt, hier könnt ihr alle die, das was oben sein soll, liegt dann außen. Einmal alle von unseren Hochkantlinien. Die werden nachgezogen. So. Und dann kommt die kleine. Jetzt liegt die Seite, die ihr außen haben möchtet, unten. Und ihr falzt zuerst diese kleine Rille rein. Und die könnt ihr auch drin lassen. Die klappt ihr nicht wieder aus. Den lasst ihr drin. Dann könnt ihr hier schon mal einmal nochmal links und rechts auch einmal die Falz nochmal nachziehen. Ja, und dann haben wir unsere bei 3 3/4 die Linie. Und jetzt habt ihr, und jetzt müsst ihr aufpassen, ihr habt hoffentlich nur eine. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich die richtige nehme. Nur in der Mitte, also wirklich auch nur dort, wo ihr gefalzt habt, zieht ihr die Falz mit dem Falzbein vorsichtig nach. Ja, also nur diesen Knick in der Mitte. Liebevoll, vorsichtig. Liebevoll, vorsichtig nachdrücken. Doch auch schon verfalzt. Naja, dann nachher auf jeden Fall toi, 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 viel Glück, dass du dich gleich nicht nochmal verfalzt. So, das war die. Und dann haben wir die nächste volle. Und noch eine gerade Linie. Und dann haben wir Diagonalen, die wir falzen müssen. Ja, wenn wir uns diese hier anschauen, haben wir einmal dort eine Diagonale, das X und das X auch in die andere Richtung. Das können wir nachfalzen. Hier auch noch einmal auf der Seite und auch in diese Richtung. Und da seht ihr schon, wenn sich das Papier gut mit auch biegt, ein Zeichen für gut gefalzt. Dass das gut passt von den Linien her. So, also habt ihr die. Und wir haben natürlich auch noch in der Mitte unsere Diagonalen. Und auch da falzen wir wieder vorsichtig. Es ist ein bisschen knifflig, bis sich das Papier richtig liegt. Wenn ihr jetzt, aber ich habe ja eben nicht ganz so ordentlich gefalzt hier in der Mitte, dann fällt es bei euch hoffentlich euch noch ein Ticken einfacher, das jetzt richtig nachzuziehen. Ja. Und da aber wirklich darauf achten, dass ihr nur den Teil nachfalzt, der gefalzt werden soll. Das klingt ein bisschen, aber ihr versteht es. Das ist ein bisschen viel Drehen und Wenden. Ich hoffe, die Kamera hat es aber mehr oder weniger gut aufgefangen oder auch ihr habt keinen Knoten in den Händen, sondern das jetzt ja schon auch verständlich, welche Linien sozusagen nachgefalzt werden. An sich genau wie gefalzt wurde, auch mit Papierschneider, jetzt quasi nochmal per Hand. Genau, und dann kommt ein etwas auch wieder, das Zusammensetzen ist nicht ganz einfach, ein bisschen tricky. Ihr nehmt das Papier vor euch mit der Bordüre unten, die umgeklappt war, die wir ja auch nicht wieder aufklappen. Also die habt ihr ja so gelassen. Und dann könnt ihr die äußeren 2 Falz Abschnitte, ja, schon mal auf Kant stellen.
dass die so ein bisschen schon in diese Richtung wieder geneigt sind. Ihr könnt auch nochmal, weil jetzt haben wir so viel nochmal woanders gefalzt, das im Zweifel noch einmal nachziehen, dass das Papier weiß, naja, da war was, so sollte stehen. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil diese Falzlinie wird gegen dieses Stück Papier gelegt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr das so bewegt, die eine geht hoch und die anderen gehen hinunter. Es muss ein bisschen aufgestellt sein, die Seiten, dass euch das nicht verkehrt ist. Und dann drückt sich das quasi in ein L. Das ist ein bisschen tricky, weil das Papier nicht unbedingt direkt tut, was ihr wollt. Ich falte es nochmal auf. Also der Teil war unten. Ich nehme den Teil in die linke Hand und drehe es jetzt einmal rum, weil dann sieht man es. Ich finde, man sieht es so rum besser. Also ihr nehmt das, wo die Diagonalen waren. Da macht ihr unter das Feld oben drüber euren Zeigefinger, eure Zeigefingerspitze und haltet das mit dem Daumen und Zeigefinger fest. Denn ihr bewegt dieses Stück auf diese lange Seite. Und dann macht das Papier mehr oder weniger schon, was es soll. Nämlich es knickt seitlich weg. Und das könnt ihr übereinander oder ineinander schieben, dass ihr so ein L habt. Ich bin gespannt, ob es ein paar Yay, hat geklappt gibt oder ein Es sind Sachen, ich glaube, die muss man eventuell nachher auch einfach ein paar Mal machen, dann sitzen die Handgriffe echt einfach. Am Anfang ist es echt ein bisschen kompliziert. Also ich hoffe, euer Papier hat verstanden, was ihr von ihm wolltet. Soll ich nochmal aufmachen? Ich mache es einfach nochmal. Ja, also ihr habt die Liste hier. Es geht natürlich auch so rum. Ihr könnt auch hier das nach innen drücken. Ja, also da müsst ihr für euch herausfinden, wie ihr es besser knicken könnt, wie ihr es besser machen könnt. Okay, ein cool, hat geklappt, oh super, das freut mich. Genau, weil das ist der einzige wirklich knifflige Part, also diese Stelle, dass das gut sitzt. Und wenn das ineinander ist, dann habt ihr hier unten die kleine Lasche, die könnt ihr übereinander machen. Dann schiebt sich das da sozusagen schon fest ineinander. Dann ist der untere oder dieser Teil eigentlich schon quasi fertig von dem Box. An dem oberen Teil vom L wird jetzt nach innen umgeklappt. Das heißt, ihr könnt ein Öhrchen einknicken, ja, und das andere Öhrchen reinknicken. Dabei geht die äußere Kante nach innen Ja, also ihr nutzt die Diagonale und faltet es rum und dadurch legt sich innen drin dieses Teil raus. Ja, und das macht ihr einmal von der Seite und dann macht ihr das auch von der Seite. Das sollte, wie gesagt, je besser gefalzt ist, desto einfacher macht das Papier. Oh, jetzt habe ich hier unten falsch. Ihr schiebt das, ah nee, doch, das hatte ich gesagt. Ihr schiebt das unten rein, ja, steckt das sozusagen ineinander. So. Und dann, wenn ihr beide Seiten eingeklappt habt, dann könnt ihr auch die lange Seite nach unten klicken. Und habt dann diese zwei Dreieck-Öhrchen für nach oben. Ja, da könnt ihr jetzt nochmal kräftig zudrücken, dass ihr die spitzen Ohren habt. Und ich habe das bei meinem Herz und damit ist auch der eine Teil schon fertig. Ein Teil eures Herzes ist fertig. Und wie gesagt, das war der kompliziertere Part. ich habe das so gelassen mit den Spitzen. Ich habe auch, ich glaube, in der größeren Variante hat sie das nochmal nach innen umgeklappt, dass das ein bisschen abgerundet ist. Ich habe schon gesehen, dass andere Demonstratoren es gelocht haben und noch ein Band oben durchgezogen haben. Das finde ich jetzt bei dem Kleinen, finde ich das nicht nötig. In der größeren Variante könnte man da jetzt noch weiter falzen. Aber wie gesagt, da hat Stempeltamtam ja auch eine Möglichkeit. Die zeigt auch ein Video für die große Variante und wie sie mit den Ohren oder diesen Herzen hier oben mit dem sagen das ein bisschen runder. Ich meine, es wird nie rund, weil es ist ja eckig. Aber mehr eckig macht, dass es noch ein bisschen runder sieht. Aber genau, ich habe das jetzt einfach in dem Spitzenteil gelassen. So, das war der Teil mit dem Trapez. Freut mich, dass es auf jeden Fall schon mal geklappt hat und damit auch ein Teil das schon verstanden hat. Und dann könnt ihr euch euer zweites Teil nehmen
Und hier jetzt auch wieder alle Falzlinien nachziehen. Da kommt noch eine. Da kommt keine mehr. Ja, weil wir haben ja die unterste kleine, hatte ja keine. Schub, schub, schub. Da ist noch eins. Hier ist eins. Oh. Ich war ganz kurz weg. Ich hoffe nicht lange. Bisher habe ich, glaube ich, seitdem ich das letzte Mal gesehen habe, dass sich das Video bewegt hat, nur Falzlinien nachgezogen. Ich gucke mal kurz. Naja, mein Handy ist aber auch soweit noch alles gut. Genau, und dann auch hier wieder die Diagonalen nachziehen. Und da habt ihr jetzt ja nur die in dem oberen Knickbereich. Ja. Genau. Also ich warte kurz, ob ihr auch. Und irgendwie habe ich gerade ein bisschen Internetschwierigkeiten. Zumindest ist es bei mir sehr, sehr unscharf. Seid ihr alle da und könnt mich noch sehen? Gebt mir vielleicht noch mal ein Däumchen hoch, dass ihr alle noch da seid. Okay. Dann bin ich mal mutig und mache weiter. Also, es ist ganz ruhig im Kommentar. Bild hängt. Ich hoffe, dass ihr gleich wieder alles seht. Ich warte aber mal noch ein paar Minütchen und Minütchen ist es nicht, aber da kommt ein Daumen hoch, sehe ich schon. Das heißt, es bewegt sich wieder was. Das ist doch schon mal gut. Genau, also was wir jetzt machen bei dem ist, wir klappen den langen Teil nach oben. Ja. Und dann könnt ihr nochmal, weil jetzt natürlich der untere Karton in die andere Richtung mit sich biegen muss, einmal drüber falzen. Ja, ist nur unscharf. Ja, da weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht, warum. Weil bei mir am Handy ist es scharf. Ich komme mal näher ran und weiter weg. Also hier an meinem Handy klappt es gut. Also ich hoffe, dass das bei euch kein allgemeines Problem ist mit dem Unscharf, sondern auch gleich wieder besser wird. Also meine Internetverbindung scheint hier jetzt wieder sehr gut zu sein. Okay. Okay, jetzt. Okay. Gut. Dann denke ich, da ich ja ein paar Sekunden voraus bin, mache ich weiter. Also den unteren Teil, hier oben haben wir unsere X-Teile. Den oberen Teil klappen wir rein. Und dann könnt ihr das zumachen und jetzt hier auch einfach einen Teil in den anderen reinstecken. Dadurch gibt sich die Box schon ihren Halt. Ja, also hier einfach tschupp, zusammenstecken. So passt das dann ineinander. Und dann habt ihr einen langen Würfel. Und der obere Teil ist jetzt eigentlich identisch. Ich weiß gerade, ob es wichtig ist, warum. Muss ich nachher ausprobieren. Ihr habt wieder den einen Teil zum Reinklappen und den anderen Teil. Ja, da ist jetzt mein Papier, war vorhin ja nicht ganz. Es ist ein bisschen gerissen. Ich gucke mal, ob es andersrum besser ist, wenn ich den Teil in den Teil stecke. Und ich an der einen Seite so einen leichten Riss drin habe. Der Seite. Also den langen Teil, der kommt ja hinein. Bei beiden Seiten. Ja, so verschwindet mein Riss auf jeden Fall besser. Lasst das Papier ein bisschen arbeiten. Gebt den ein bisschen Raum und die andere lange Diagonale auch drüber, sodass ihr wieder die zwei Öhrchen habt. So.
So, also bei mir sieht es sowohl am PC als auch am Handy so aus, als hätte das mit dem Scharfstellen wieder geklappt. Und das ist euer zweiter Teil. Damit ist die Herzbox auch sozusagen fertig, um zusammengesetzt zu werden. Dafür nehmt ihr einfach einen Teil und das wird sich so ein bisschen nach innen einfalzen, damit ihr den zweiten Teil dort halt gut drüber stülpen könnt. Ja, und dann ein bisschen wegdrücken von dem Herzteil, von dem anderen, sodass ihr das vorsichtig drüber schieben könnt. Und jetzt empfiehlt auch die Christine Wrede von dem Stempeltamtam, dass bevor ihr das verschenkt, macht es ruhig ein paar Mal. Dann geht das nämlich nachher für den Beschenkten einfacher. Das heißt, zusammensetzen und ruhig nochmal auseinanderziehen, wieder zusammensetzen und auseinanderziehen. Und dann ist die kleine Herzbox. Hier habe ich es jetzt, dass es auf der Seite ist. Wenn ich es hier rumdrehe, habe ich nämlich die Falzöffnungen da. Aber das könntet ihr ändern. Also wenn euch der stört, könnt ihr einfach andersrum zusammensetzen. Und das halt, das, ne, je nachdem, wie rum ihr das Papier in welches gesteckt habt, ist das dann halt eben andersrum. Jetzt wäre hier rum die Seite halt schöner und an sich müsste man hier jetzt diese Seite wegziehen. Und bei dem habe ich so gemacht, dass ich, das wirkte für mich ein bisschen, ja, handlicher, ich weiß nicht, so intuitiver. Und da drin ist Platz für ein paar kleine, ja, ich lasse mal drin, Schokoladen. Werbung, selber gekauft. Ihr habt es bestimmt erkannt. Aber es passen bestimmt auch ein paar andere Kleinigkeiten rein. Auch die, also Schoko-Ostereier würden jetzt sicher auch reinpassen, wenn wir jetzt in der Osterzeit sind. Genau, und das wäre sozusagen das Grundteil von unserem Basteln heute. Das kann natürlich auch noch schön verziert werden. Dabei müsst ihr aufpassen, wenn ihr etwas oben drauf klebt, dass ihr euch die Box nicht zumacht. Also wenn ihr jetzt Dekoration anbringt, zum Beispiel auf diesem Teil, ja, darf die entweder nur an dem Teil festgeklebt sein oder nur an diesem Teil. Alle diejenigen, die eine Bastelbox haben, haben ja auch ein bisschen kleine österliche Deko mitbekommen. Muss mal ganz kurz gucken. Ich hatte mir eigentlich ein Tütchen hier bereitgelegt. Nein, finde ich jetzt nicht. Aber ich habe euch aus einem alten, ich finde aus dem alten Stempelset A Good Day, der kam mit so Wellenkreisstanzen, so ein süßes kleines Häschen, passt natürlich super zu Ostern. Oder ein kleines Rehkitz. Aber da könnt ihr natürlich schauen, was ihr habt und was ihr wollt. Und ich hatte beigelegt kleine Blüten aus den Magnolien, aus dem Magnolien-Set. Das kann ich euch heute leider nicht zeigen und ich konnte mir auch keine mehr nacharbeiten, weil das Set ist auf Nachlieferung und ich habe meiner lieben Freundin Mirjam das beigepackt, damit sie nicht so lange auf ihre Sachen warten muss und habe sozusagen meins mit auf Reisen geschickt. Und warte jetzt darauf, dass meins dann sozusagen wieder ankommt. Es waren so ganz kleine, süße, zierliche Blüten. Habe ich hier von einem anderen Projekt gerade abgezuppelt. Ich denke, mit einem kleinen, süßen Häschen, den vielleicht noch schön koloriert. Ein kleiner Spruch. Die Spruchetiketten sind auch aus dem Magnolien-Set von den Stanzformen. Reicht da jetzt schon eigentlich ein Willkommen oder alles Liebe? Frohe Ostern und dann wäre das Projekt auch schon ausdekoriert. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass ich jetzt nicht stempel und koloriere dieses Mal, denn oh, ich bin so froh, dass es mir mal nicht schlecht ist. Und ganz bald werde ich wieder fleißig stempeln und dann gibt es auch Stempeltipps und auch wieder Koloriertipps und Projekte, die das wieder ein bisschen mehr einbinden. Aber heute ging es dann mal. Es reicht manchmal auch ein bisschen Papier und an sich ein Falzbein oder den Papierschneider. Ja, ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Bin ganz gespannt, was ihr zeigt. Also von der Bastelbox habe ich ja eine Ahnung, was an Papier mich erwartet. Aber vielleicht bastelt ihr auch mehr wie eins. Vielleicht gefällt euch das auch so gut, dass ihr mehr wie eins möchtet. Ich zeige euch nochmal, wie gesagt, bei Stempeltamtam gibt es auch die Anleitung zum Ausdrucken des PDF.
geht auf ihre Website, lasst ihr auch ein Herzchen da, einen lieben Kommentar. Total lieb, dass wir das benutzen durften. Stempeltamtam, blogspot.com. Und da gibt es auch die Origami-Herzbox-Anleitung in groß und es funktioniert genauso. Also ihr habt nur für zwei 12-Inch-Papiere, falzt eines, und da hat sie extra schön in Rot das, was bei dem einen mitgefalzt wird, und in Schwarz das, was sozusagen die andere Seite braucht. Hat sie beide Anleitungen für die große Box und für die kleine Box auf ihrem Blog. Also schaut da bei ihr vorbei. Und da könnt ihr euch die auch downloaden und dann könnt ihr in die Massenproduktion starten. Ja, und ganz viele von diesen Boxen machen. Also bin ich gespannt, wie viele auf euren Fotos dann zu sehen sind. Ja, und das war es sozusagen jetzt vom Bastelprojekt. Ich wollte noch eine kleine Erinnerung losschicken für alle, die bei der Mach was Challenge von Sam und mir mitgemacht haben oder noch mitmachen wollen. Denkt dran, wir haben euch ja von dem Produktpaket per Schneckenpost was zugeschickt. Ein kleines Materialpaket, und da habt ihr noch Zeit bis zum 21.03. uns euer Werk abfotografiert, möglichst auf weißem oder neutralem Hintergrund zu schicken. Und dann machen wir in unseren WhatsApp-Gruppen ja eine Abstimmung und dann könnt ihr auch eine Kleinigkeit gewinnen. Und ich hoffe, ihr habt da ganz viel Spaß dran. Und ja, wünsche euch allen, ob ihr bei Mach was draus mitmacht oder nicht, ein wunderschönes Wochenende, einen noch schönen Sonntag. Und nächste Woche geht's bei der Sam weiter. Ich wollte eigentlich vorher geguckt haben, was nächste Woche dann dran ist. Aber sonst lassen wir uns einfach überraschen. Ich bin fest davon überzeugt, es wird ein tolles Projekt. Von daher, ja, freue ich mich auf nächsten Sonntag und dann Projekt Nummer 3 aus der Märzbox. Und sagt Bescheid, ob ihr im April dabei sein wollt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.